willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist keine Minecraft-Folge. Ich wollte einfach mal so reinrutschen, weil mir die spontane Idee kam, mal ein Video zu machen, und zwar, wie schneide ich meine Videos? Das möchte ich euch mit diesem kurzen Video mal zeigen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Zuerst einmal, ich schneide mit Adobe. Ich möchte aber vielleicht, also ich erlerne noch Resolve. DaVinci Resolve ist ein kostenloses, eigentlich Color Grading Programm, aber man kann es auch zum Schneiden nehmen. Da möchte ich hoffentlich in Zukunft mehr dran arbeiten. So, Standardding ist, wenn ich lade mir immer meine Dateien hier rein in den Gaming-Ordner. Hier habe ich noch die vorherige Folge. Und dann ziehe ich die ganze auf diese Timeline, die schon hier vorgedingst ist, also schon vorher gespeichert ist. Kann man hier rein rauszoomen und hier vorne seht ihr schon, das ist das Logo. Und dann habe ich hier drunter Intro-Musik, die dann hier so ausfadet. Wenn ich dann die Datei hier reingezogen habe, erstmal line ich die hier mit ab. Und dann sehe ich ja hier schon, dass erst hier das Audio anfängt, das heißt, hier fängt erst die Begrüßung an. Ich mache das immer so, dann ziehe ich das bis hierhin. Man kann das auch anders machen, man kann es auch schneiden, wie auch immer. Was ich dann aber mache, ist einfach hier in diesen leeren Space reinklicken. Dann sperre ich mal kurz die Musik, wie auch immer. So, dann lösche ich das und dann ist das direkt hier mit verbunden. Dann höre ich mir das kurz mal an. Hey Leute, willkommen zu... nachdem ich das nämlich reingezogen habe, das allererste, was ich mache, ist Rechtsklick und mache Scale to Frame, weil ich meine Aufnahmen tatsächlich in 720 aufnehme. Sonst ruckelt's. Ja. Bevor ich das Ganze schneide, in einem Stück habe ich ja jetzt hier den ganzen Clip und so. Hier ist zum Beispiel in den Auspunkt, da bin ich jetzt quasi 17 Minuten, könnte ich eigentlich mal länger machen. Das muss ich sowieso dann auch später verändern, wie auch immer. Was ich mache, ich gehe hier zu Effekten und habe ich mir schon ein Preset erstellt. Und zwar heißt das mehr Bass. Also meine Stimme hört sich eigentlich so an. Hier Savanne ist, was es nicht ist. Aber ich finde so, die ein bisschen nachzubetonen mit mehr Bass, hört sich irgendwie ein bisschen besser an. So, dann ziehe ich hier dieses Preset einfach hier drauf. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, kann ich mal... Nee, das sind normale Bäume. Jedem gefällt es anders, mir gefällt es. Vielleicht ändere ich das irgendwann mal noch in Zukunft, wie auch immer. Was ich dann nachmache, weil ich ja dieses Preset draufgelegt habe, muss ich hier gucken, ob das nicht zu laut ist. Und dann lasse ich es mal einen kurzen Moment laufen. Und ich lasse es fast nie über 6 gehen hier. Mann, ich will ein anderes Biom haben. Da hinten ist wieder... Ja, schon fast wieder zu viel. Das heißt, ich ziehe den Regler ein bisschen wieder runter. Voll öde. Noch zu hoch. Ich möchte Savanne oder so ein Mesa-Biom oder ein Dschungel werden. Nehme ich mir, scroll ich hier mal rein oder zoome rein, sagen wir so. Guck, ob wir hier große Lücken haben. Ich könnte jetzt diese ganzen Lücken herausschneiden, weil die irgendwie langweilig sind. Da muss ich hier nochmal genau gucken. Zum Beispiel dieser Part könnte hier langweilig sein, weil ich hier Pausen mache, da Pause und nicht viel geredet. Deswegen klicke ich da einfach mal hin und höre mir das an. Schau mal hier hinter. Über dem Hügel. Gut. Dann mache ich das Schneidewerkzeug. Schnibbel einmal hier und hier. Dann V. Und dann kann ich das Ganze selecten und löschen. Nochmal den leeren Raum und löschen. Und dann zieht sich das hier zusammen. So mache ich das jetzt mit allen anderen hier Lücken. Zum Beispiel hier ist eine große Lücke. Die braucht kein Mensch. Das wird sonst uninteressant und man kann ein paar Sekunden sparen. Sonst wird dem Zuschauer das zu langweilig, finde ich. Also mir selber, wenn ich Let's Play schaue und man da nur irgendwie 5 Minuten rumläuft, nichts sagt, nichts tut. Nee, das brauche ich nicht. Und ja, so mache ich das jetzt mit dem ganzen Video. Schauen wir mal kurz drüber, aber ich glaube, diesmal habe ich relativ viel geredet. Hier ist nicht viel passiert, dann muss ich mal gucken. Ich bin soweit fertig. Das Schlimme ist eigentlich immer nur, ich fange am Anfang hier an, das zu schnibbeln. Und wenn ich dann sehe, dass ich so um die 15, 18 Minuten habe, ja, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann nehme ich hier die allergrößten Löcher hier noch, die drin sind, und schneide die raus, weil sonst mir will keiner 3 Minuten zuhören, wie ich nicht sage. Das ist jetzt die Zeit und ja, das war's eigentlich. Ich mache jetzt erst einmal, speichere ich das Ding ab. So. Und dann STRG M, das sind hier so die Settings hier. Und dann
tippe ich hier einfach ein, was ich hier, zum Beispiel habe ich MC34. So, ihr könnt es leider gerade nicht sehen. Auf jeden Fall schreibe ich dann immer die Folge hin, speichere das und dann mache ich hier natürlich 1080. Das ist alles, das bleibt immer so, wie es ist. Hier 60 Frames, Period Bitrate und ein Pass nur 35 Bits und das war's eigentlich. Ich benutze auch noch Use Previews, das heißt, alles, was ich schon mal auf der Timeline gerendert habe, wird dann mit in den Render gehen, dann braucht das nicht so lange. 4,5 GB werden, 4,58 GB. Wie auch immer, ich gehe jetzt auf Export und dann exportiert das Ding. So, ja Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Wenn nicht, würde ich das natürlich wieder schnibbeln. Und es gab einen kleinen Einblick, wie ich meine Minecraft-Folgen schneide. Ich nehme zum Aufnehmen Streamlabs OBS. Da habe ich auch mein Preset, brauche nicht mehr viel machen. Die Musik spiele ich mit Windows Media Player ab. Ist einfach so eine Playlist und gut ist. Ja, das war's eigentlich schon. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und da würde ich sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch riesig über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.